Hvordan er det lige nu? Hvordan er Knud? Underhøjen? Come back! Det var bare igen. Og der sagde jeg øje. Wenn einmal, ich finde immer merken, wenn einmal ein Kamerateam euch jeden Tag von morgens bis abends auf den Fersen ist und euch bei allem filmt, was ihr macht. Wenn euch jemand beim Scheißen filmt und daraus einen Kinofilm macht, dann hast du das geschafft, doch. Dann hast du das geschafft, doch. Und die, hier die Jungs vom Kamerateam sind hier nach und nach mir an den Fersen geheftet. Wollte euch gerne mal zeigen, wie ich die begrüßt habe, weil ich gebe auch ein bisschen was zurück. Die geben mir ihre Aufmerksamkeit, das Gefühl, dass ich es geschafft habe, aber ich gebe ihnen auch ein bisschen was von mir zurück. Wärme, Herzlichkeit. Die Frau Plön hier, die Chefin hier von der Kameracrew, die wollte nicht, dass ich euch das hier zeige, aber habe das Material hier für euch gerettet und ich zeige euch jetzt mal, wie es dazu kam, dass die Kameraleute mich so mochten, wie wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Das habe ich für euch gerettet, wollten die gar nicht senden. Haben die die Abstellkamera haben die es abgelegt. Hallo, hallo. Mensch, was ist das denn? Ist deine Kamera, wa? Ja. Dann Eumel hier oben auch. Grüß dich, ich bin der Hansen. Ich bin der Flo. Hi. Hallo Flo, grüß dich, Knut. Hallo. Grüß dich, ne? Hast du noch einen Zusatz Eumel da? Ja, ja, ja. Kleine Ersatzschniede da, wa? grüß dich auch, ne du? Hey. Hallo, wer bist du denn? Ja. Hier du. Oh, das ist einer hier, der Willi. Guck mal hier du. Hier du, das ist einer da. Ja, Muskelmann, weißt du? Junge aus Bayern hier, bist du? Bist du aus Bayern? Ich bin aus Bayern, ja. Bist ein bayerischer Junge, Mensch. Du hast ja hier Muckis. Guck dir an hier, oder? Superman! Was? Das ist Superman hier da. Wald hier sieht er aus wie der Keanu Reeves. So. Superman. Hallo. Grüß dich ganz herzlich. Das ist ja ganz herrlich. Die Frau Plön. Hallo, ich grüß dich. Na? Guten Tag. Hallo, du bist die Frau Plön. Richtig. Wir haben telefoniert. Genau. Die Frau Plön vom großen, weiten Film. Das ist richtig, genau. Das bin ich. Jetzt hier mit den lieben Freunden, mit dem Ersatzschniedel. Kleine Reportage machen wir über mich. Ne? Wir begleiten Sie jetzt genau die Woche gerne, in Bayern. Gerne. Ich habe einiges organisiert schon. Das ist super. Ich habe mir hier ein paar Auftritte organisiert. Ich werde hier unter auftreten. Ich treffe sogar den Bürgermeister. Ah, okay, toll. Ja, haben wir eine Verabredung eingetroffen. Von dem Ort, von Vor dem Wald? Nee, Nachbarort. Okay. Kamerau treffen wir den. Sehr super. Freut mich. Freut mich, Sie kennenzulernen. Hm? Nochmal, komm her. Oh, dreimal ist am Essen. Ja? Okay, wollen wir mal rein? Habt ihr schon einen genehmigt? Habt ihr schon einen gezwitschert heute? Nee, das Team, das darf ich trinken. Wir müssen ja arbeiten. Das ist ja für uns, das ist ja Arbeit. Na, das sind doch richtige Räuber hier, die Team-Jungs. So. Hey, ihr seid richtige Räuber, wa? Die Kameraräuber seid ihr da. Die würden jetzt. Du bist die Räuberprinzessin. Genau, so ungefähr. Das die Kameraräuber und du bist die Räuberprinzessin, genau. Die du bist blöd, oder? Die würden es jetzt immer so machen. Also wir begleiten sie bei ihrer Tour dokumentarisch. Das heißt, wir greifen es ein. Alles schön und gut, nur ich muss jetzt erstmal scheißen. Ich gehe mal einmal aufs Scheißhaus. Okay. Und dann kannst du mir das alles nochmal erklären, ne? Können wir das ganz kurz jetzt machen? Es dauert noch eine Minute. Sie gehen jetzt. Also ab jetzt begleiten wir sie. Wir werden nicht eingreifen. Ich bitte Sie auch nicht mit dem Team. Wir wollen hier begleiten, nee, oder? Ich glaube nicht, dass Sie interagieren, sondern wie, dass Sie einfach. Was dass Sie nicht mit dem Team reden und in Kontakt treten, weil es ist so. Die Jungs, wie soll ich mit denen nicht reden? Das sind die Jungs. Richtig, natürlich. Aber die wissen es dann abends, wenn man dann mal ein Bier zusammen trinkt, können Sie gerne mit ihnen reden. Aber wenn man jetzt also auf Tour ist im Alltag, bitte einfach nicht mit dem Team interagieren, weil wir ja möglichst real Ihre Tour darstellen sollen. Und da werden wir normalerweise auch. Ich ignoriere so ein netter Junge hier, damit du ansprechen zwischendurch machen. Ja. Ich mach doch Gags. Ich will das Publikum immer mit ein. Auch nur, es ist ja nur Teil meiner Programme, dass ich das Publikum mit einbeziehe. Dass wenn ich jetzt sage, was ist eine Blondine auf dem Wasserbett? Und dann frage ich hier mal zum Beispiel den jungen Mann hier nach. Du, was ist denn eine Blondine auf dem Wasserbett? Weißt du das? Weißt du nicht? Eine Burginsel. Das ist schlastig schreckig, wa? Genau. Siehst du, das meine ich. Dass ich ab und zu die Jungs mal anspreche mit einem kleinen Scherz hier. Das werde ich schon ab und zu mal machen dürfen. Was wird ihr ab und zu mal machen dürfen? Nein, Sie müssen bitte einfach auch sehen, wir sind nicht das Publikum, sondern wir dokumentieren. Das heißt, wir sind Ihre unsichtbaren Begleiter. So müssen Sie das sehen. Und ich würde jetzt das ist ja Hokuspokus-Fidibus. So, bin ich weg tankkampenmäßig doch. Hokuspokus-Fidibus. Wenn Sie jetzt einfach ins Hotel reingehen, ganz normal einchecken, wie Sie das normalerweise auch machen würden. Wir verfolgen Sie mit der Kamera und ab dann geht es los, dass wir einfach Sie begleiten. Gut, gerne, das machen wir doch. Machen wir das? Begleitet ihr mich, Jungs? Begleiten wir uns. Hokuspokus-Fidibus. Genau. Und unsichtbar seid ihr doch. Genau. Und unsichtbar seid ihr. Unsichtbar. Und unsichtbar seid ihr doch. Hokuspokus-Fidibus und unsichtbar seid ihr doch. Wa? Gehen Sie rein? Ja, das ist okay, na du. Auch gerne Ersatzäumel, du. Wenn der hier unten schlapp macht, hast du immer noch den hier lass, da oben, oder? Lass mal das Mikro. Mikro. Für den einen ist es das Mikro. Für den anderen, das, was ich hier habe, das ist gar nicht so Mikro wie deins, oder? Das ist gar nicht so Mikro. Das ist richtig.
Gegenteil vom Mikro. Okay. Packen wir es, fangen wir einfach jetzt an. Sie gehen rein und ab dann sind wir Ihre unsichtbaren Begleiter. Sie beachten uns einfach nicht, machen weiter. Unsichtbar, Hokus-Pokus-Videos. Okay. Das ist ein Muskelmann hier. Das ist ein Muskel. Guck dir die Hand hier. Guck dir die Hand und die Muskeln. Das ist ein Räuber. Wie früher die Räuber im Wald. Die sind auch so Muskeln, weißt du? Früher die Räuber im Wald, weißt du? Auf den Bäumen, auf die Bäume sind sie gestiegen. Wenn unten eine flotte Biene vorbei kam, haben sie sich runtergefallen lassen auf die flotte Biene und haben sie erstmal ausgeraubt, so richtig, ne? Ich okay. Kann so kleine Bilder machen. Du machst einer, das ist einer. Gut, okay. Jungs, ich gehe rein, wir gehen alle rein. Sie gehen bitte vor einfach. Wir gehen alle rein, oder? Hier auch noch. Hey, 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 du hast. Herr Hansen? Herr Hansen, bitte. Herr Hansen. Du bist einer noch. Ganz gut. Weggegangen, der Gacke zieht weg schon. Es wäre toll, wenn Sie die Kameras nicht anfassen würden. Weil, Pass die Kamera nicht an. Pass doch die Kamera nicht an. Und die Kameramänner nicht. Weil sonst kriegen wir verwackelte Bilder und das ist. Gut, das wollen wir nicht. Gehen Sie einfach voran. Die junge Dame hier mal begrüßen. Ich grüße Sie. Oh, zum Post zu gehen, ganz schnell. Treffen sich zwei Postautos. Hat das eine Postauto zum anderen. Du, Junge. Da ist mir was passiert. Hat sich jemand auf die Fahrbahn geworfen. Da bin ich aus Versehen rübergefahren. Ich so, Gott, wer war denn das? Ja, das war eine junge Dame, lag auf der Fahrbahn. So, ja, und dann haben wir miteinander geschlafen. Ich dachte, oh Gott, hat sich auch einen geblasen. Ich dachte, nee, den Kopf habe ich nicht mehr gefunden. Mach's gut, du, ne? Tschüss, du. Siehst du, komm, bin ich hier, ne? Schon geht das also los. Guck mal hier, die Handwerker. Das sind die bayerischen Handwerker hier. Das sind die bayerischen Handwerker. Grüß dich. Hast du gearbeitet? Ja. Fleißig, warte. Ja. Fleißig Handwerker. Rohr verlegt. Ja. Rohr verlegt, du. Weißt du, was ich meine, Rohr verlegt? Oder? Du kennst das Rohr verlegen, wa? Du kennst das hier. Und du hier ist recht, du hier dran. Du kennst auch Rohr verlegen, du. Gut. Einfach rein. Ich geh einfach rein, du. Wa? Guck mal, er lacht sich schon checkig hier, du. Guck mal, er lacht sich hier schon checkig, du. Er lacht sich schon scheckig. Komm, wenn ich hier schon lache, sind die Kameramänner hier scheckig. Du auch, hier, du? Hier, komm, er freut sich hier. Er freut sich, der Racker hier. Guck mal, hier ist einer. Können Sie es bitte unterlassen? Ja, guck mal, er freut sich hier. Du bist ein Racker, du, wa? Auch mit der Straße, bitte, ja? Also einfach, die Schecken ist sehr teuer. Er freut sich hier. Du bist ein Racker, du. Dass wir das einfach jetzt lassen wollen, okay? Gut. Muskel, Mann, du? Ja, nur mal ein Bild von uns beiden. Haben wir sowieso. Einmal ein Bild von uns beiden hier. Muskelman trifft Muskelman. Hier, He-Man, ich bin He-Man und du bist Superman. He-Man, Superman. Okay, und du bist auch eine Süße. Ne? Das ist ein bisschen groß, wa? Ne? Gut, gehen wir mal rein einchecken. Einfach dranbleiben. Hinterher und dranbleiben. Drei Sterne. Da bin ich eigentlich mehr gewohnt, aber ich denke, mein Bein gibt wahrscheinlich nicht mehr Sterne als drei, wahrscheinlich, oder? Sie haben das Hotel ausgesucht, Herr Hansen. Wiedersehen. Sie gehen schon. Gute Zeit, ja. Wir haben hier heute schon Feierabend. Ach, Sie haben Feierabend. Gott sei Dank. Gut, ja, ich check jetzt hier ein. Ich wohne jetzt hier. Bitte? Ich wohne jetzt hier. Sie wohnen hier? Ich check jetzt hier ein. Ich werde Sie ein bisschen unterhalten. Ich freue mich, dass ich Ihr Gast sein darf, dass ich bei Ihnen wohnen darf. Ne? Dass Sie bei uns wohnen. Ich freue mich auch. Ich sag mal, ich brauche nicht viel, ich brauche ein Bierchen abends und einen schönen warmen Ort zum Scheißen. Das ist alles, was ich brauche, das andere brauche ich nicht. Alles klar. Also, super. Mach's gut, also, meine Liebe. Gute Zeit. Tschüss, du. Danke. Habt ihr sich ja auch gemerkt, die steht auf mich. Die Flöhen. Die ist nachher gerade so regelrecht, sag ich mal, in mich verliebt. Gut, aber ich sag, ich kann Frauen auf Tournee, kann ich keine Frauen gebrauchen. Das geht nicht gut. Also Frauen sind ja nicht wie Korn hier, ne? So ein Korn kannst du mitnehmen auf Tour. So ein Korn heult nicht gleich rum, wenn du mal mit einem Bier fremd gehst, so, wa? Naja, so eine Frau kannst du nicht, muss nicht mitnehmen auf die Hose, nicht. Ich war auch hier im Hotel, bin ich zum Beispiel gleich vom Fleck weg gebucht worden. Ich habe auch einen großen Auftritt. Zeige ich euch nächstes Mal, wie das hier im Hotel war. Hier weg vom Fleck weg, einfach weg gebucht worden bin. Grüß euch, bis dann, macht's gut. Falten Sie jetzt die Hände zu einem letzten Stoßgebet. Ja, wir sind schon vorbei. Denn gleich werden Sie den Glauben an die Menschheit verlieren. Hier ist der großartige Unterhaltungskünstler aus Hamburg. Hier ist der Mann, auf den Sie seit Wochen warten, seit Jahren warten. Schieß mich tot. Ja, ihr kennt das. Hier geht's zum nächsten Clip, da was ganz anderes und hier abonnieren. Das ist im Grunde der alte Stiefel.